Hi ihr Lieben, heute gibt es ein Wohnzimmer-Update bzw. ein Wohnzimmer-Makeover. Ihr seht es hier schon, es hat sich viel verändert, schon auf den ersten Blick. Ich zeige euch jetzt einfach immer wieder, was sich so verändert hat. Also wenn man jetzt reinkommt, hier war der Schreibtisch gestanden an der Wand. So, ich blende euch mal einfach immer wieder Bilder ein und Videos. Dann war hier hinten das Klavier gestanden. Das ist jetzt weg, das habe ich verkauft. Ich habe eh nicht so wirklich viel Zeit dafür gehabt und mein Ex-Freund, mit dem ich mir das damals gekauft hatte, wollte es wieder. Und ja, wenn ich spielen möchte, könnte ich auch zu ihm und spielen, aber ja, irgendwie, ich habe es halt doch nicht so viel benutzt, wie ich es gern hätte. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal wieder eins, aber jetzt brauche ich es gerade nicht. Ja, dann hier mein Schreibtisch. Da musste ich auch nochmal wieder den Papierkram machen. Ansonsten ist der gerade ordentlich. Ich muss auch zugeben, dass ich etwas aufgeräumt habe für das Video jetzt. Hier jetzt direkt neben der Tür, da ist dieser Kasten da mit dem Drucker oben drauf. Der Drucker wird auch noch wegkommen, genauso wie der Kasten. Muss ich halt mit der Zeit noch gucken. Hier steht noch ein bisschen Blumenerde rum, da wollte ich noch ein bisschen was einpflanzen. Ja, dann haben wir hier, das ist geblieben, die Sticker quasi. Hier habe ich nochmal Bücher aufgebaut und hier drüben meine ganzen Sims-Spiele. Also, ja, hier sind noch ein paar Rosen. Also, hier hat sich schon mal viel verändert. So habe ich jetzt einen schönen Überblick über den Raum und ich habe hier einfach viel mehr freie Fläche. Ja, dann hier das Fenster. Hier ist die Couch, die war vorher ja auch schon hier. Genauso wie der Tisch, da hat sich nichts verändert. Außer dass hier mal manchmal ziemlich viel Chaos war, da blende ich euch auch nochmal Bilder ein. So, und jetzt kommt der Teil, wo sich wirklich am meisten verändert hat. Ich blende euch zuerst die Bilder an und dann zeige ich euch, was noch so da ist. Also es war ja diese große Schrankwand da, dann habe ich ja meine Kommode selber gemacht, beziehungsweise halt aus einer alten Kommode was Neues gemacht. Da zeige ich euch auch nochmal das Video, wie ich das genau gemacht habe. Dann habe ich erst noch so Schmetterlinge an die Wand gehängt, aber irgendwie hat mir das dann doch nicht gefallen, habe ich es wieder abgehängt. Dann stand die Kommode quasi leer da, dann habe ich überlegt, was ich eben drauf mache. Und ich zeige euch jetzt mal, was da so draus geworden ist. Also hier ist diese schöne Kommode. Obendrauf habe ich diese Weinkisten, wo ich auch schon im Schlafzimmer als Regal habe. Wo ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und habe obendrauf ein paar Pflanzen und einen Buddha. Und dann habe ich hier noch ein Gemälde, das mir sehr gut gefällt. Wobei ich ein bisschen mehr Farbe gern hätte, aber egal. Das habe ich auch gebraucht, im Internet gekauft. Ja, also hier war ja diese riesengroße Wohnwand. Da war übrigens diese große 14, die habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt gehabt. Das verlinke ich auch nochmal. Da habe ich ja gerade diese ganzen Schränke, ich habe die ja mehrmals aussortiert gehabt, Minimalismus-Videos drüber gemacht und habe dann die ganzen Schränke abgebaut und verkauft, genauso wie die Schränke aus dem Schlafzimmer. Und dann war hinten dran, ich habe das ja vom Vormieter übernommen gehabt, und hinten dran war eine riesengroße 14 an der Wand. Das seht ihr auch nochmal in dem Video, wenn ihr es mal anschaut. Und ja, da habe ich dann halt hier nochmal weiß gestrichen. Man sieht es noch da hinten, weil da hinten ein bisschen daneben ging. Ja, also so schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe hier einfach deutlich mehr Platz. Ja, hier filme ich ja meistens auf der Couch. So schaut nochmal der Raum in weiter weg aus quasi. Also das Klavier ist weg und diese Riesenwohnwand ist weg und das macht einfach viel aus. Es ist hier einfach viel mehr Fläche da und man kann sich bewegen und ja, es ist auch einfach, es gefällt mir einfach viel besser. Also es hat sich viel getan hier. Ja, da hinten liegt jetzt noch viel Krimskrams rum. Da tue ich immer Sachen, die ich finde, die ich nicht mehr möchte oder nicht mehr brauche, hin und mache ja gerade das Minimalism-Game. Falls ihr das noch nicht kennt oder noch nicht gesehen habt, schaut doch einfach mal rein. Da zeige ich euch dann immer so, was ich so ausmisst. Und ja, das sammle ich hier eben. Das wird dann auch bald wieder weg sein. In die nächsten
Videos dazu noch kommen. Ja, genau. Also sehr schön mit der Kommode vor allem. Ja, und dann dürft ihr euch auch schon auf das Schlafzimmer-Room-Makeover freuen, weil da hat sich noch viel mehr getan. Ich habe komplett andere Möbel als vom Anfang halt. Und ich habe alles gestrichen, ich habe alles komplett neu dekoriert. Also, wenn sich was wirklich verändert hat, dann ist es das Schlafzimmer. Selbst das Bett ist nichts mehr das Gleiche. Also, ja. Seid einfach gespannt, es wird noch kommen. Ich arbeite noch dran. Genauso wie an vielen anderen Videos, die ihr noch bekommt, also sehen werdet, dann... Ja, dann, falls ihr noch nicht dabei seid, würde ich mich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne kommentieren und schreiben, wie ihr es so findet. Bis bald, tschüss!